materiel. I problemi che affrontiamo durante i cambi appalto sono di molteplice natura. Andiamo dalla salvaguardia dei posti di lavoro alla riduzione delle ore lavorative, ai problemi di natura organizzativa, ma anche a problemi molto più ampi. Ad esempio ci sono aziende che in fase di cambio appalto, pur avendo l'obbligo, non passano i dati dei lavoratori e delle lavoratrici impiegate nell'appalto. Questo comporta per la nuova azienda aggiudicataria di dover andare a ricostruire complessivamente quello che è l'esistente in termini di lavoratori e lavoratrici impiegate. Ogni cambio appalto, soprattutto negli ultimi anni, comporta inevitabilmente una rimodulazione dei capitolati di gara. Questo non dovrebbe prevedere in origine un cambiamento negativo a carico dei lavoratori e delle lavoratrici. In realtà è quello che accade. Nel momento in cui il bando di gara viene rimodulato, e questo non significa che rimodulare non significa perdere economicamente l'appalto, ridurre economicamente l'appalto. Significa a volte modificare soltanto la frequenza con la quale viene richiesto il servizio. Questo comporta che le aziende approfittano spesso di questa situazione e creano condizioni peggiorative, riducendo in modo molto ampio i contratti di lavoro delle lavoratrici e dei lavoratori impiegati. I hauptsächlichen Probleme, die auftauchen, sind Stundenkürzungen. Sind die Qualität der Dienste, Anerkennung von Überstunden, der Wechsel von der Pachtverträge und so weiter. Es ist natürlich auch schwierig, weil oft diese Pachtverträge Betriebe gewinnen, die auf nationaler Ebene organisiert sind. Man muss die suchen, man muss neue Kontakte aufbauen. Sie haben Schwierigkeiten, sich hier in dieser zweisprachigen Umgebung einzuführen. Es gibt Neuerungen, es gibt eigene Kollektivverträge. Kollektivverträge sind dann wieder nur auf nationaler Ebene. Wir versuchen dann hier Besonderheiten zu berücksichtigen, zum Beispiel die Vorbereitungen, zum Beispiel die Ausbildungen und so weiter. Das sind immer wieder Probleme, die auftauchen. Ein weiteres Problem ist, dass natürlich durch die heutige Gesetzgebung, wenn es Streitigkeiten gibt, dass sich viele Betriebe nicht melden bei den Schlichtungen, die Schlichtungen nicht eingehen. Dann ist es natürlich ein Problem, ob jemand dann weiter vor Gericht geht. Es geht für den einzelnen Arbeitnehmer um verhältnismäßig große Beträge, aber für den Betrieb selber und auch für einen Streitfall sind es Kleinigkeiten. Dann hat am Ende der Arbeitnehmer das Nachsehen. Quelli sono nel settore multiservizi e imprese di pulizia, quali sono quelli contenziosi che sono riscontrati? Sono soprattutto nel cambio d'appalto la qualità dei servizi che ci rimette per quanto la programmazione dei appalti stessi del capitalato di essere applicato, in quanto in provincia di Bolzano il comitè oltre 80% dei appalti sono con un committente statale o che c'è o la provincia o il comune di Bolzano, per il quale nell'elaborare questi appalti tante volte ci mettono in difficoltà l'applicazione delle normative e del contratto stesso che ti fa anche vincolare. Das System der Auftragsvergabe ist an sich das Problem. Das heißt, es werden die Aufträge nach dem niedrigsten Angebot vergeben. Das führt dazu, dass die Beschäftigten von Auftragwechsel zu Auftragwechsel Arbeitsstunden verlieren. In den letzten Jahren hat es sehr, sehr zugenommen, dieses Phänomen. Also bestehende Rechte werden umgangen. Die Qualität des Dienstes leidet, da weniger Arbeitszeit bei gleichbleibendem Arbeitsvolumen.